Einen wunderschönen guten Tag, liebe Labyrinthgänger. Willkommen zurück bei Silent Hill 2 Remake von Bloober Team. So. Durch diesen Raum müssen wir jetzt gehen. Gucken wir nochmal auf die Karte, wo wir da hin müssen. Also, wir sind durch die nächste Tür durch von dreien, die wir durchstreiten müssen, um weiter zu unserem Ziel zu kommen. What the fuck? Warte mal. Okay. Ah, da können wir durch. Okay. Und hier ist noch was. Ein Stromkasten, der kaputt ist. Aber nichts, was sich nicht regeln lässt. Aber. Was für ein. Achso. Ich weiß. Okay. So, das Ding. Wenn wir von mehreren Seiten angrabbeln. Das heißt, ich kann es auch einfach hier hinschieben. Perfekt. So, was passiert, wenn ich hier durchkrieche? Wo komme ich da hin? Ich hab James Ass im Gesicht. Aha, das ist ein Zwischengang. Da komme ich dann wieder zurück. Im Prinzip. Genau, wenn ich wieder hier hingehe, komme ich. Ja, zum Speicherpunkt. Okay. Ich konnte natürlich vorher nicht hier durchkriechen, weil das der Gerät davor stand. Dieses Ding. Okay. Das heißt, ich muss hier rüber, um zu dem Stromkasten zu kommen. Ich glaube, dass das Kabelrätsel ist. Wo die Kabel wieder zusammen zu zwirren, damit Strom fließt. Hier ist nichts mehr, ich muss die Leiter runter. Oh. Das können wir entriegeln. Leiter Nummer 4. Wir haben jetzt einen Durchgang. Perfekt. Das klingt nicht gut. Und das auch nicht. Na super, jetzt muss ich hier durch. Oh, die Drahtschere, ich habe keine. Ah, na gut. Führt mich mein Weg wohl geradewegs hier durch. Gang des Todes. Bitte nicht. Er ist es. Oh Gott. Lauf. Inneres Heiligtum. Das ist sein Raum. Hier lebt und arbeitet er. Komm. Auf. Oh Gott. Runter. Aha. Was sagst du jetzt? Na? Na? Wer hat jetzt hier die Hosen an, ne? Er hat keine an. Davon kann ich mal ausgehen. Was soll er drunten unter seinem Leicherschürze versteckt? Ich will es gar nicht wissen, aber ich habe ihn ordentlich genatzt. So, Pyramid Head steht dort und weiß gar nichts mit sich anzufangen. Hier ist eine weitere Leiter. Ich weiß nicht, wo die mich hinführt, aber können wir nicht reden, du und ich, und uns einfach vertragen? Nein? Gut. Ich wollte den Raum aus zwei Gründen finden, wollte ich diesen Raum. Oh Gott, ich musste gerade niesen, sorry. Einmal, um ihn zu sehen hier im Remake und zum zweiten, weil es dafür ein Achievement gibt.
Ich dachte mir, wenn ich das in dem Durchlauf schon mache, dann spare ich mir das für New Game Plus. Oh Gott. Wow. Was ist hier denn los? Das ist ja komplett wild hier. Na, großartig. Ich hab keine Munition mehr. Der jetzt stirbt. Ja, natürlich. Oh Gott. Da ist er absolut widerwärtig. Die geilste mit Gegnern da auch nicht rum. Steht Pyramid halt immer noch da rum? Weiß man nicht. Ja, aber ich wollte erstmal hier hoch und mich hier umsehen, was hier ist. Ich komme da wahrscheinlich auf die andere Seite. Könnte das sein? Hier? Ah, hier ist der Kasten. Ja, den habe ich gesehen von der anderen Seite. Perfekt. So. Ich würde nochmal gerne zurück. Ich würde nochmal liebend gerne... Ich kann mit dem Kasten eh wahrscheinlich noch nichts anfangen. Gucken, was hier noch ist, aber... Bis auf ein bisschen Munition ist hier nichts. Okay. Ich glaube, ich muss eh nochmal runter, wo Pyramid halt rumstreift, weil... Ich kann das Rätsel wahrscheinlich mit dem Stromkasten hier eh nicht lösen. Es sei denn, die Tür hier geht auf. Tut sie. Aber wo führt die mich hin, ist die Frage. Okay, jetzt zu einem Shortcut auf die andere Seite. Perfekt. Rein theoretisch, wenn ich das Rätsel hier gelöst habe, beziehungsweise... Ah nein, das ist die Drahtschere. Okay, ich hab nichts gesagt. Dann habe ich das wohl verwechselt. Okay, ja, dann passt das ja mit dem Shortcut. Dann kann ich ja wieder zu... wobei... Macht 5 nicht mehr Sinn? Leiter 5? Leiter 5. Kabel. Ja, nur bedingt. Also rein theoretisch muss ich wieder runter, wo Pyramid Head ist, und wieder zurück. Weil ich kann da nicht durch. Kabel. Na doch. Da, ich muss ja dahin. Da, wo Kabel steht. Da gab es doch noch zwei andere Abzweigungen. Ich glaube, ich muss nochmal runter. Anscheinend fehlt mir noch ein bisschen was, aber... Es hindert mich nicht daran, diesen Shortcut hier zu öffnen. So. Ich muss halt ehrlich gesagt nur aufpassen, wenn ich runtergehe, dass Pyramid Head mich nicht erwischt. Weil, wie gesagt, gegen ihn zu kämpfen macht halt absolut keinen Sinn. Und wenn er mich erwischt, bin ich relativ schnell tot. Das will ich halt vermeiden. Weil dann darf ich wahrscheinlich nochmal ein gutes Stück nachspielen. Darauf habe ich ehrlich gesagt wenig Lust. Aber wie gesagt, ich glaube, der kürzeste Weg zu unserem Ziel führt nochmal hier runter und dann zurück. Wenn er jetzt in seinem Raum rumlungert, ist es natürlich ein Problem. Ich hoffe, er ist nicht da. Okay. Oh. Ach, scheiße, komm schon. Jetzt, James! Ey, ich hasse diese Viecher. Warum? Ich muss hier weg. Oh ja. Ich bin immer noch verwirrt, wo bin ich? Ah, okay. Perfekt, ich bin gleich da. Oh, Junge, Junge, Junge. Aber ja, ihr habt gesehen, Pyramid Head ist wieder am Start. Wir bekommen noch unser Date mit ihm, keine Sorge. Aber zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt nicht. Aber ja, wir haben gesagt. Na nie. Er geht wieder. Nee, was ich sagen wollte, ist, wir bekommen später noch die Gelegenheit mit ihm zu tanzen.
Aber aktuell lohnt es sich einfach mehr von ihm wegzulaufen. Jede Konfrontation könnte bösartig ausgehen. Bring James! Jetzt sehe ich diese Sequenz schon das Gefühl zum 100. Mal. Wie er durch Löcher springt und dann aufwacht und wir irgendwo sind, wo wir wieder durch müssen. Okay. Das wäre geschafft. Jetzt fehlt uns rein theoretisch nur noch eine Tür. Ich werde nochmal hier speichern. Man kann auch, glaube ich, das Schwert von ihm klauen. Da habe ich jetzt nicht geguckt, ob das geht. Aber rein theoretisch liegt in seinem Raum, wenn man den gefunden hat. Na, ihr habt ja gesehen, wo der ist. Wenn man in diesen Raum geht, dann liegt dort das Schwert von ihm. Man kann es mitnehmen, weil er selber hat nur einen Speer. Aber er hatte ja gerade sein Schwert dabei. Daher weiß ich jetzt nicht genau, ob man das Schwert später mopsen kann. Aber im Original geht das. Wenn man in dem Raum ist, kann man das Schwert mopsen. Man kann es rein theoretisch gegen ihn verwenden. Aber die Waffe ist so klobig und schwer, dass ein Kampf damit gegen Pyramid Head selber, der dann wesentlich schneller ist als man selber, das macht halt absolut keinen Sinn. Ich habe das noch nie geschafft, ihn damit zu töten. Ich glaube, es passiert auch rein gar nichts, aber irgendwie ist es witzig, dass man ihn einfach das Schwert mopsen kann. Also, ein Durchgang fehlt noch. Ich weiß nicht, ob es der war. Ich glaube, den hatten wir schon. Ich check aber trotzdem nochmal aus den Weg, aber ich glaube, hier kommen wir... Hallo, James? Hier kommen wir nicht weiter. Lass mich das aber nochmal kurz gerne überprüfen. Nein, hier geht's nicht weiter. Also an die Symbole, also es gibt ein Symbol, glaube ich, was ähnlich aussieht oder einfach nur auf dem Kopf steht. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Also das Symbol haben wir also schon geschafft. Ich glaube, dieses fehlt nur. Gucken wir mal. Okay. Ja, hier geht's nicht weiter. Hier auch nicht. Ach, unten. Da habe ich einen Weg gesehen. Hier so. Dann einmal rüber. Oder war das nur für die Munition und so weiter? Ja, hier geht's wirklich durch. Ah, okay, jetzt kommen wir zur letzten Tür wahrscheinlich, ne? Ja, sieht gut aus. Hier, die rote Tür. Gut. Karte des zerstörten Bereichs. Kritzel, kritzel. So. Gott, bitte nicht so eine Fluchtsequenz wie in Silent Hill Downpour. Er hat einen so ein Licht verfolgt und wenn man zu lange da irgendwo gestanden hat, dann hat dieses komische Void oder was auch immer einen einfach umgebracht. Es war nicht mal wirklich ein Monster oder sonst irgendwas, sondern einfach irgendeine Identität, die einem hinterhergelaufen ist. Naja, die sind alle tot. Ja, eh nicht. Irgendwas passiert gleich und dann wollen die Gegner mich hier tot sehen. Safe. Aber zumindest habe ich ein bisschen was an Munition gefunden. Das ist sehr gut. Weil ich habe ja im letzten Bosskampf gegen Daddy so viel Munition verballert, dass mein Munitionshaushalt fast schon leer ist. Oder leer war. Ich hab's gewusst. Genau. So spielen wir das Spiel hier. Wow. Sorry, Lady. Wunderbar, die Tür ist offen. Die kann ich hier einbrechen.
Ist hier noch irgendwas? Das ist einfach nur der Zwischenraum. In dem war ich ja schon drin. Es hat einfach nichts gebracht. Manchmal ist dieses Wändeaufschlagen ziemlich sinnlos, wenn ich hinter die Wand eigentlich auch so kann. Aber okay. Kann der Raum sich mal ein bisschen beruhigen? Hier kämpfen. Ich werde hier in Kämpfe gezwungen. Anscheinend komme ich sonst nicht weiter. Aber es ist, glaube ich, immer der gleiche Raum, der sich einfach noch ein bisschen verändert. Alle Gegner getötet habe, darf ich weiter. Aber jetzt bringt das was, durch die Wand zu gehen, denn hier liegt noch Munition rum. Also ich finde es halt auch gut, wenn man in Kämpfe quasi gezwungen wird, dass man trotzdem Munition als Ausgleich kriegt. Das heißt also, wenn es so funktioniert, dann ist es okay für mich. Weil da weiß ich doch ganz genau, ja gut, ich muss hier zwar kämpfen, habe keine andere Wahl. Ich meine, ich habe ja immer noch Nahkampfangriffe, so ist es ja nicht, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Dann, ja, wenn man dann halt mal ein bisschen was an Munition zurückkommt, wenn man halt nur Schusswaffen zum Beispiel zur Verfügung hat, dann ist es okay. Weil es ist fast das hier Munition, obwohl ich gar nicht kämpfen will, aber ich in Kämpfe gezwungen werde. Auch das noch, Alter. Wirklich? Ja, mein Lieblingsgegner ist zurück. Ich werde schon wieder getroffen, das ist unfassbar. Bis zu. Was mache ich denn jetzt mit ihm? Ich kann ihn ja nicht töten, oder? James, nimm doch bitte, was da ist. Nimm's mit, bitte. Mach auf. Danke. Alter, der gibt mir zwei Schläge und ich bin fast tot. Was zum Teufel? Ich weiß ja nicht mehr, was ich hier tun muss. Die richtige Tür finden, oder? Ich kann ihn ja nicht umbringen. Ich muss Gegner killen. Das ist es. Kann ihn hauen. Mach Sachen. Der Kampf ist wild. Wo ist die Sau? Okay, anscheinend habe ich es geschafft. Man kann sie anscheinend auch töten oder zumindest verjagen. Oh, boah, ey, ich will nicht mehr. Kann ich nochmal speichern? Ich mach das mal gerade. Alter, der Abschnitt ist bisher der räudigste von allen.
Der letzte hier. Das ist wirklich Pain in the Ass. Ich glaube, man kann die Reihenfolge auch komplett anders machen, aber der ist bisher der nervigste. Aber er sieht irgendwie am geilsten aus. Mit dem roten Licht und so und diesem Gang hier aus Metall. Hat was. Finde ich sehr cool. So, mal nachladen. Bin auf der anderen Seite? Oder kann ich jetzt hier durch? Bin mir gerade nicht sicher. Oh oh. Oh nö, nicht du schon wieder. Lässt ihr mich durch? Nein. Hilfe? Ich will nicht von Prümetet zerstückelt werden, um ehrlich zu sein. Oh Gott. Hebel? Was zum Teufel? Da habe ich es geschafft. 208. Das ist die Sequenz, wo er Maria wieder findet und sie ist wieder tot. Ja, jetzt kann man sie sich einfach noch mal ein bisschen genauer angucken. Sie liegt einfach da und hat überall Läsuren und... Ach, übel. Auch hier mit den Infusionen. Ja, das ist halt eine Phase gewesen. Also, was heißt eine Phase? Es ist... Ja, auch klar, dass... Sie natürlich seine verstorbene Frau widerspiegelt, ne? Als Teil seiner Reise nach Silent Hill, seiner emotionalen Bestrafung. Und immer wieder sieht, wie sie getötet wird. Weil, Achtung, jetzt Spoiler, James ein Mörder ist. Er hat sie umgebracht. Und er will die Wahrheit halt einfach nicht sehen. Oh, die Musik. Da ist das Schwert von Pyramid Head. Wir bekommen es auf diese Weise. Brauchen wir das jetzt, um den, um das durchzuschneiden oder was? Guck mal, wie James das hinter sich herzieht. Pyramid Head schwingt das mit so einer Leichtigkeit, wie unglaublich stark er sein muss, ne? Dann erfüllt dieses Schwert jetzt auch endlich mal einen Zweck. Wir müssen damit durch, ne? Ja, das Schwert ist quasi für ihn wie eine Last, die er mit sich trägt. Kann ich damit hauen? Nee.
kann es mitnehmen. Kann es auch liegen lassen. Ich glaube nicht, dass ich das Schwert irgendwie ins Inventar packen kann. Also wie gesagt, im Original kann man es mitnehmen. Ja, die Klinge von Pyramid Head. Das ist ja wild. Das ist ja so richtig geil. Vorhin habe ich es noch gesagt von wegen, man kann die Waffe eigentlich mitnehmen aus dem Original. Weil er läuft danach mit einem Speer rum. Also er hat die Waffe abgelegt und man kann sie aus seinem Raum mopsen. Ich habe das halt immer gemacht. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man sie liegen lässt. Aber er hat, glaube ich, jedes Mal im Endkampf und wenn er dann da rumläuft im Silent Hill 2 Original, hat er einen Speer dabei und piekst dann halt einen, wenn er einen findet. So, hier haben wir noch Gräber und dann müssen wir wieder durch ein Loch springen. Dieser Verbrecher trank eine letzte Flasche Bier, bevor er hingerichtet und hier zur ewigen Ruhe gebettet wurde. Haben wir noch Munition? Walter Sullivan. Der Antagonist auf Silent Hill 4. Er liegt auch hier. Miriam Kay, Verräterin. Ja, in der Gräber können wir nicht lesen. So, hier können wir nochmal speichern. Das machen wir gerade nach dieser emotionalen Zwischensequenz und dem schweren Gang mit dem Schwert von Pyramid Head. Angela Orozco. Eddie Dobrowski. Und das letzte Grab ist seins. James Sunderland. Ist auch der letzte Sprung des Tages, Leute. Also das war's jetzt auch. Wir haben es hinter uns gebracht. Wir sind durch. Ich sag's mal so, wenn wir den Kampf gegen Eddie geschafft haben, was bald kommt, dann haben wir so ungefähr 80% des Spiels geschafft, wenn es dann über den Toluca-See geht, weil dann, sagen wir so, die letzten 20% sind nur noch Hotel. Und dann ist das Spiel auch vorbei. Couldn't leave well enough alone, huh? You just had to follow me all the way out here. How many times do I have to kill you? Eddie? Whoa, Eddie, it's me. Oh, Hi, James. Eddie, what are you doing? What's it look like I'm doing? You fat, disgusting piece of shit! You make me sick! You gonna cry, fat ass? You gonna run to your mama? Waste of skin? Why don't you just kill yourself? Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And a corpse can't laugh! Eddie. What's that? You want to talk down to me some more? Tell me to relax? You're just like the rest of them, James. No, I don't want... Shut up! You think I'm stupid. You think I don't see it. But you've been laughing at me all along. Ever since we first met. But you ain't laughing now, are you? Help, Eddie.
Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me, we're the same. We're not like other people, don't you know that? Well, you're about to find out. Also die Unterhaltungen bzw. die Dialoge zwischen den Charakteren sind einfach so viel besser geworden. Es ist einfach von der emotionalen Fallhöhe und von der Schwere einfach so viel geiler. Ja, wie gesagt, liegt halt zum Teil natürlich auch daran, dass es grafisch natürlich etwas besser aussieht und Emotionen, Mimik und Gestik wesentlich besser eingefangen werden kann durch Motion Capturing. Soll das James sein? Ich glaube ja, ne? Also guckt euch mal die Jacke an und die Schuhe und so. Könnte vielleicht hinkommen. Also der James etliche Male umgebracht, beziehungsweise hier liegen lauter Leichen. Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte gesagt ja. So. Wenn ihr mir das Jagdgewehr. Dann wollen wir mal. Do you know what it does to you, James? When you're hated, picked on, spit on? Just because of the way you look? Yeah, I ran away after I killed that dog. But you know what? It was fun! It tried to chew its own guts up. Finally died all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. Geh nochmal die Ecken lang, weil vielleicht liegt hier noch Munition oder. Now it's your turn, James. Er hat eine Schusswaffe, das haben andere Gegner halt nicht. Macht's natürlich ein bisschen schwieriger. Ich sehe dich auch, Eddie. Come on, James, don't be shy. You'll die here, James. You'll squirm and squeal and cry like a little girl. Ach so, er hat das Gas angemacht, damit ich nicht mehr schießen kann. Aber er hat ja selber eine Schusswaffe. Oder einfach nur, damit es ein bisschen nebliger hier ist. Der Kampf gegen Eddie tut jedes Mal weh. Ich will ihn eigentlich nicht umbringen, aber muss halt sein. Ja, er schlägt auch mit seiner Waffe zu, weil er ganz genau weiß, er kann nicht schießen. Hier stürmt der Gas rein. Das gibt dem ganzen Kampf nochmal eine richtig krasse Wendung, weil im Original habe ich nie dran gedacht, ihn zu hauen, weil ich habe ja eine Knarre, warum sollte ich? Zu dumm? Darf ich also doch schießen? Er hat ja gerade geschossen. So ist die Tür. Mist, er ist weg. Wow. Ja, ich habe so viele Injektionen, das kann ich mir gönnen. Junge. Reicht jetzt, Eddie. Der Kampf hat einfach drei Phasen. Wie geil ist das denn? Hmm.
mit Nahkampfangriffen ist ja super einfach, weil du weißt einfach nur seinen Angriff aus und es war's. Ich habe einen Menschen umgebracht, tötete Eddie. Er hat es nicht gesagt. Die Cutscene fehlt. Er hat einfach nur seine Hand festgehalten. Normalerweise sagt er, I killed a human being. Also er war wesentlich entsetzter. James ist irgendwie im Remake hier nicht so krass emotional, wie ich dachte. Aber, blöd gesagt, das passt auch ein bisschen zu seinem Charakter, weil er sehr abgeklärt ist. So, jetzt können wir den Raum wieder verlassen. Ja, das war der einzige Kampf in Silent Hill 2 gegen einen Menschen, wenn man so möchte. Na, wenn man mal Mary noch mitzählt, dann sind es zwei. So, und jetzt sind wir am Steg des Toluca Lake und haben jetzt noch eine Bootsfahrt vor uns. Und dann sind wir am Hotel. Ich denke mal, den ersten Hotel-Part kratzen wir heute noch an. Aber dann sind wir dann auch erstmal durch mit der Folge. Und ich denke mal, wenn es gut läuft, werden wir wahrscheinlich noch so, ich sag mal, 3-4 Stunden vielleicht brauchen. Und dann sind wir mit Silent Hill 2 durch. Es ist kein langes Spiel. Ich meine, das Remake ist definitiv länger. Natürlich hat auch die längeren Cutscenes als jetzt das Original. Aber ich habe jetzt 13,5 Stunden auf der Uhr. Und ja, ich habe jetzt, also ich denke mal, dass ich doppelt so lange brauche wie das Original natürlich. Also ich habe 7 Stunden gebraucht auf leicht. Aber man kann natürlich auch noch viel entdecken durch das Remake, ne? Wie gesagt, die Cutscenes laden auch natürlich nochmal dazu ein, sich das Ganze anzugucken, obwohl man sie skippen kann. Aber ich glaube, wenn man nachher Speedrun-mäßig hier durch will und die Cutscenes halt skippt, schafft man es auch schneller. Es gibt, glaube ich, kein Achievement wie bei Resident Evil, beziehungsweise den Remakes, von wegen, ja, schaffe das Spiel irgendwie in 7 Stunden oder so. No, man muss selber die... Ja, okay. Ist das so? Er muss das Boot selber steuern. Ich bin einfach so fest davon ausgegangen, beziehungsweise habe ich mir so sehr gewünscht, dass das hier einfach nur eine Cutscene ist. Aber nein, wir müssen selbst steuern. Na gut, dann ist dem so. Ja, aber wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bis wir ankommen. Aber ich sag mal so, einfach noch mal ein paar Worte jetzt loszuwerden, bevor wir ankommen. Ich finde definitiv von dem, was wir so bisher gesehen haben und wie es umgesetzt wurde vom Remake, ist definitiv ein sehr gelungenes Spiel. Wie gesagt, ich war am Anfang, als ich so das Trailer-Material gesehen habe, ein bisschen skeptisch. Aber schlussendlich kann ich sagen, Bloober Team hat hier einen hervorragenden Job gemacht. Ich meine, natürlich mit so einer großen IP, mit so einem gigantischen Titel, der sehr, sehr vielen Leuten und mir natürlich auch sehr viel bedeutet, ist es natürlich auch so, die Erwartungshaltung ist sehr hoch. Und dann eine riesige Fangemeinde von einem Spiel, was über 20 Jahre auf dem Buckel hat, zu enttäuschen, ist dann natürlich auch schon ziemlich derbe. Und Bloober Team, denke ich mal, war sich der ganzen Sache auch bewusst, dass das natürlich auch in die Hose gehen könnte. Deswegen aber, sie haben keine großen Experimente gewagt, sondern es ist so geworden, wie ich es mir im Kern vorgestellt habe. Wie gesagt, ein paar Sachen fand ich ganz gut gemacht. Ein paar andere Sachen frage ich mich, hä? Wie ist es mit der Bootsfahrt zum Beispiel? Das hätte ich einfach als Cutscene gemacht, fertig aus.
Aber ja, es gehört halt auch irgendwo dazu, ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich hätte halt irgendwie eine Möglichkeit gerne gehabt, das Ganze zu skippen, aber ist vollkommen in Ordnung. Es sind nur so Kleinigkeiten, aber wie gesagt, wie es umgesetzt ist, wie es sich anhört und wie es sich anfühlt, ist einfach grandios. Die Otherworld sieht so fantastisch aus. In keinem anderen moderneren Silent Hill, ich spreche jetzt modern von Silent Hill Downpour zum Beispiel, die Otherworld sah noch nie so gut aus wie in diesem Spiel. Wie gesagt, liegt natürlich zum Teil natürlich an der Grafik, das ist absolut nachvollziehbar und macht auch Sinn. Aber Grafik ist ja trotzdem nicht alles, aber die Atmosphäre ist einfach so geil gelungen. Wie gesagt, nicht nur der Nebel, sondern einfach wie es sich komplett einfach anfühlt so. Das Gefühl hier zu sein in Silent Hill ist so geil. Natürlich nehmen wir die Karte noch mit. Lakeview Hotel Garten. Genau. Wir sind am Lakeview Hotel angekommen, der letzten Station in Silent Hill 2. Aber bevor wir natürlich zum Hotel gehen, gucken wir uns natürlich erst nochmal um, was hier noch ist. Wir werden dann nochmal ein letztes Gespräch haben mit Angela. Das bleibt natürlich nicht aus. Das ist einer der besten Cutscenes im Spiel. Und eine sehr wichtige. Und dann geht es natürlich nochmal in die finale Konfrontation mit Pyramid Head. Und dann sind wir vorher. Ja, sind wir fertig. Dann ist Silent Hill 2 vorbei. Ich habe schon eine grobe Ahnung von dem, wie ich gespielt habe bisher, was für ein Ende ich bekomme. Aber wir werden sehen, was es am Ende für eins wird. Ich finde es so geil, dass das Lakeview Hotel jetzt auch noch hier so einen Garten hat. Das ist, im Original ist das so, du fährst hier hin. Du bist halt eigentlich nur. Ja, du hast so einen kleinen Garten, sag ich mal. Nichts mit großartig Tor oder sowas. Oder wie das hier beschmückt ist mit lauter Blumen und so weiter. Ja, sondern einfach nur so eine kleine Grünfläche. Und dann gehst du zum Hotel und gut ist. Hoffnungsschirm, erreiche das Lakeview Hotel. Achievement. Ja, auch sowas gab es hier nicht. Also die haben schon das Ganze sehr schön ausgeschmückt. Es wirkt sehr, sehr schön. Sehr lieblich. Ist was. Ich kann durchgucken, aber die Frage ist, kann ich auch hingehen? Das geht nicht. Dieser Teil des Gartens ist wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Wir bitten um Entschuldigung. Doof. Aber ich kann rein, hätte ich einen Bolzenschneider oder irgendwas. Da ist, also im Original ist dann noch eine Spieluhr, die habe ich beim letzten Playthrough vergessen. Die war bei so einem Brunnen und ich denke mal, das ist auch der mit dem Fisch. Die Spieluhr Meerjungfrau, weil wir brauchen drei Spieluhren, um später weiterzukommen. Fauter Apfel, was zum Henker. Okay. Genau, und die Spieluhr, könnte ich mir gut vorstellen, kriegen wir dann da hinten. Der Einsame aus dem Osten entflieht der Sicherheit des Wassers. Er ist verloren. Atemlos. Atemlos durch die... Oh, halt. Da ist was. Ah, das ist die Spieldose. Meerjungfrau. Na, die ist kaputt. Da liegt sie. Okay, kann auch sein, dass vielleicht das Rätsel hier ein bisschen jetzt geändert wurde im Remake. Also ich denke mal stark. Wenn die kaputte Spieldose da schon in dem Brunnen liegt, aber ja. Gut, die Tür ist zu. Auch so geil hier oben, so Lakeview Hotel, ne? Sieht halt wirklich aus wie ein Hotel, so. Nicht wie so eine alte Bruchbude wie im Original, die sah halt schon etwas... Ah, sah jetzt nicht irgendwie abgeratzt aus, aber zum Teil halt schon. Okay. Ich wollte nochmal die Türen checken, ob sich da irgendwas machen lässt, aber nö. Gut, dann treten wir mal ein. Venus Tears Bar. Von 2 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts. Beziehungsweise 2 Uhr mittags. Erstmal aufs Klo. Klos, die sind sehr, sehr sauber. Zumindest im Vergleich zu den anderen Klos, die wir gesehen haben. Ich mag, wie das Hotel aussieht. Richtig toll. So, natürlich nehmen wir eine Karte mit. Ich warte auf dich. 312. Mary. Mhm. Aber bis wir dort ankommen, das dauert noch. Da könnt ihr Gift drauf nehmen.
Eingangshalle auch alles, ne? Mega. Genau, das ist das Ding. Da müssen wir nachher Musik machen. Ansonsten kriegen wir nicht den Schlüssel, den wir brauchen, um weiterzukommen. Ich habe nichts. Ja, aber das ist unser Dreh- und Angelpunkt dann. Dieses Ding. Oh, hier können wir rein. Da liegt ein Zettel. Sehr geehrter Mr. James Sunderland, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Videokassette, die Sie bei Ihrem letzten Aufenthalt in Ihrem Zimmer vergessen haben, gefunden und den Mitarbeiterbereich im ersten Stock gebracht haben. Wir werden sie im Hotelsafe aufbewahren und Ihnen sobald wie möglich zurückgeben. Okay. Und da haben wir schon mal einen Schlüssel. Music Box. Und Zimmer 312. Machen wir nochmal einen neuen Spielstand. So, wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen gucken wir uns erstmal nochmal ein bisschen um. Wir können ja schon mal das Ding hier öffnen. So, da fehlen die Spieluhren. Ich habe noch keine. Aber dann haben wir das Ding schon mal geöffnet und den Schlüssel aus dem Inventar raus. Oh, Lost and Found. Ist zu. Gut, die Karte habe ich. Die kamen wir her. Und die Klos, da waren wir gerade. Oh. Elevator Auto Service. Bitte laufen ja noch standardmäßig die, der Daddy Endboss hier rum. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Ja, das sind dann Standardgegner, die hier rumlaufen, ne? Das ist halt auch so, hat so ein bisschen was von, den Souls-Spielen. Bosse, die man später bekämpft hat, sind dann halt auch irgendwelche Standardgegner in der Welt. Nicht halt so weird. Intermezzo A-Dur. OP 118 Nummer 2 von Johannes Brahms. Keine Ahnung. Ich kenne mich damit halt null aus. Mit klassischer Musik. Flora? Yeah, you did. I guess I deserved it, huh? The fart face that I am. Maybe. Then again, maybe you're not so bad. Just annoying. Uh-huh. So, you got any other things planned? I think I saw a dark room back there you could lock me up in. No. I think you've had enough. For now. Well, that's reassuring. Besides, I need your help finding Mary. She's here, isn't she? Come on, tell me. I wish I knew. But she said it in her letter. Wait. So there really is a letter? Oh. Yeah. Wanna read it? Just don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She's our nurse. I, took it from her locker. My dearest Laura, I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone. I'm far away now, in a quiet, beautiful place. Please forgive me for not saying goodbye before I left. Be well, Laura. Don't be too hard on the sisters. And Laura, about James. I know you hate him because you think he isn't nice to me, but please give him a chance. It's true, he can be a little surly sometimes, and he doesn't laugh much. But underneath, he's a really sweet person. I love you, Laura. I love you like my very own daughter. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Even so, I know you will have a good life. You're a strong, smart, beautiful girl. Happy 8th birthday, Laura.
Your friend, Mary. Laura. How old are you? I turned 8 last week. That means... Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you, you know? She even... What? What is it? Well, there kind of was this other letter. I think the one was for you. The envelope had your name on it. Did you read it? I wanted to. This one time, I almost did. Figured you didn't deserve to have it. But then I thought, Mary wouldn't want me to keep it from you. So I just sort of kept it for you. Here. It's empty. Laura, there's nothing in it. What? But I didn't take it. I swear. Well, where is it then? I must have lost it. I gotta find it. Laura! Lauras Brief haben wir bekommen und eine Sequenz mit ihr und ja. Einmal werden wir Laura noch sehen und dann nie wieder. Hat sie gemalt. Ganz süß. Okay. Gibt's hier in dem Raum sonst noch was für uns? Das war schon eine sehr lange Zwischensequenz. Ja, das ist so die Anfangsmelodie von dem Lied, was wir vorhin gehört haben. Dieses Ding. Din, 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 din. Kann es schwierig nachmachen, aber ihr wisst, glaube ich, welches Lied ich meine. Also man hat es eben schon mal angehört, beziehungsweise angestimmt, gehört bekommen. Boah, sorry, ich muss die ganze Zeit mich räuspern. Wo ist sie denn hin? It's dangerous. So, hier geht's zu 104, 107. Warum gehe ich da lang? Schon machst du irgendwelche Geräusche. So, hier ist noch ein Half-Drink. Haben wir hinter der Bar noch irgendwas? Ja. Schlüssel zu Hotelzimmer 102. Wunderbar. Das hätten wir. Hier können wir durchbrechen. So, wir sammeln das nochmal fleißig Ressourcen ein, bevor wir weitergehen. Da haben wir noch was. Weißt du noch, dieses seltsame Buch, das du vorhin gefunden hast? Vor ein paar Stunden kam ein ziemlich seltsamer Kauz herein und behauptete, es gehöre ihm. Er wollte mich nicht... wollte nicht mit ihm streiten. Ich wollte nur, dass er so schnell wie möglich geht. Also habe ich es ihm gegeben. Keine Ahnung, wo er überhaupt wusste, dass es hier ist. Ich glaube nicht, dass er jemals hier zu Gast war. Daran hätte ich mich erinnert. Ich bekomme es nicht aus dem Kopf. Ja, lauter Zeichnungen und Symbole. Ist ein kleiner Hint. Silent Hill 1.
Und Büronotiz. Okay, das war's hier. Mal hier durch. Manchmal habe ich so einen Mini-Ruckler. Ich weiß halt gar nicht, woher das kommt. Wahrscheinlich aber, weil verschiedene Bereiche nochmal geladen werden müssen. Okay, Zimmer 102. Wo ist das? Ah, hier. Links direkt. So, da gehen wir noch rein, bevor wir die Folge beenden. Checken natürlich nochmal die anderen Zimmer aus. Wow. Gut, ich hoffe, May bleibt tot. Hier können wir auch rein. Nichts drin. Mit schwerem Herzen überbringen wir die Familie von Jean Mitchell die Nachricht von seinem Tod. Die Trauerfeier findet um 11 Uhr in der St. Stella Church in South Wales, Kreuzung Nathan Avenue, Neely Street statt. Im Anschluss an den Gottesdienst werden wir einen kleinen Empfang in Jeans Elternhaus geben. Okay, aber sonst ist hier nichts. Das ist zu. So, da hinten müsste 102 sein. Ja. Eine weitere Injektion 25. Also, ich habe echt Heilung bis zum Abwinken. Dass ich in diesem Spiel jetzt nochmal abnippe, es sei denn, es vergesse mich zu heilen, sollte eigentlich anhand der Heilung, die ich habe, nicht passieren. Also, definitiv nicht. Ich bin bisher einmal gestorben und es war aus Versehen, weil ich halt nicht auf meine Heilung geachtet habe, beziehungsweise auf meinen Zustand. Aber an sich gucke ich halt immer, wie sieht James Kleidung aus. Das ist mein Indikator, statt diesem roten Rand, den ich eher äußerst unschön finde. Ja, aber anhand dessen sehe ich ja, wie es James halt so geht. Viele kleine Orte, wo es was zu finden gibt, aber wenig drin. Ah, hier. Foto. Aftermath. Danach. 21. Ich weiß nicht genau, was diese Polaroids für eine Bedeutung haben, beziehungsweise was die hier im Spiel sollen, aber... kann mir vielleicht gut vorstellen, dass es vielleicht was mit den Credits zu tun hat oder so. Ich weiß es nicht. Bin ich leider ein bisschen überfragt. Die Entwickler dabei gedacht haben. Wank nicht so rum. Tot. Oh. Alter. Gut so. Was sagt denn die Map? Zu, verschlossen. Alle restlichen Räume habe ich untersucht. Jo. Dann gucken wir uns erstmal im Erdgeschoss um, bevor wir hochgehen. Und das hochgehen wir dann in der nächsten Folge. Dieser nicht mehr. Schaffen wir zeitlich einfach nicht. Oh, hier kann man nochmal rausgehen. Spannend. Wow. In so einem engen Raum. Ja, danke. Am Arsch. Kann ja auch rausrennen theoretisch, aber... ich hab ihn halt einfach rausgeboxt. Gut. Steht er halt einfach irgendwie in der Ecke rum, weißt du? Das ist so frech. Ah. So komme ich in das Zimmer auf die andere Seite. Okay, einfach nochmal checken. Kann ich hier durch? Nope. Nope. Ah, okay.
Kann ich durchkriechen? Auch nichts drin. So. Ach, jetzt bin ich wieder in dem Gang hier. Ah. Hä, aber in Zimmer 103 kann ich doch auch so. Zimmer 104 und 100. Nee, Zimmer 105 wäre interessant. Aber da komme ich gar nicht rein. Okay. Kletter nochmal zurück. Ich würde mal gerne Zimmer 105 abchecken, ob ich vielleicht die Tür zerstören kann. Dann da rein, weil der Rest bringt mir ja nichts. Ich kann ja auch so da rein. 105 wäre hier. Ich kann was zerdeppern, aber rein komme ich deswegen trotzdem nicht. Hey, das ist halt, weiß ich nicht, schon ein bisschen sinnlos. Okay, ich beschwere mich nicht. Na gut. Aber ich würde sagen, das war es jetzt mal von dieser Episode. Das war diese Episode von Silent Hill 2 Remake. Wir machen jetzt hier erstmal Schluss und das nächste Mal gucken wir uns dann im zweiten Stock um, was wir da noch finden. Wir brauchen 3 Spieldosen, um quasi einen weiteren Punkt in der Story zu triggern. Und dann haben wir das Spiel auch bald geschafft. Also das ist die letzte Anlaufstelle von Silent Hill 2. Dann kommt, wie gesagt, noch der finale Kampf gegen Pyramid Head bzw. gegen Mary. Und dann ist das auch schon das Spiel. Ich bin mal sehr gespannt, wie gesagt, wie die Kämpfe noch ablaufen werden, die wir bekommen. Und es bleibt weiterhin spannend. Und falls ihr mögt, habe ich noch das Original auf meinem Kanal. Falls ihr euch das auch nochmal anschauen wollt, um Vergleiche zu ziehen, was sich jetzt im Remake hier geändert hat. Und ich freue mich schon, wenn ihr wieder einschaltet bei Silent Hill 2 von Bluebird Team. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.